Wir halten fest. Wir halten an Weltlichem fest, an Beziehungen, an unserem Status, an unserer Macht, an unserer persönlichen Geschichte. Wir halten an Spirituellem fest. Wir halten an Religiösem fest, an Jesus, an Buddha, an Gott. Oder an was auch immer. Und daran ist nichts verkehrt, daran ist nichts falsch. Aber solange wir diese vermeintliche Sicherheit benötigen, erkennen wir uns nicht selbst. Denn nur die Person, nur das getrennte Ich, benötigt einen vermeintlichen Sicherheitsrahmen. Spätestens, wenn wir dieses Kleid hier ablegen, müssen wir all das loslassen. Alleine daran sieht man, dass der Prozess des Loslassens, der Prozess des in sich hineinfallen Lassens nicht verkehrt sein kann. Spätestens, wenn wir den letzten Atemzug nehmen, müssen wir alles loslassen. Solange wir festhalten, solange wir kontrollieren, solange wir manipulieren, bedeutet das, wir spielen das Spiel des Leids weiter. Wir spielen das weltliche Spiel der Polaritäten weiter. Und daran, wie gesagt, ist nichts verkehrt. Aber wir kommen nicht nach Hause. Wir kommen nicht dorthin, wo wir in Wirklichkeit bereit sind. Wir können uns als Person nicht selbst erkennen. Es ist das Loslassen der Dinge. Es ist das sich in den Moment hineinfallen lassen können. Der Weg, zu erfahren, wer wir wirklich sind. Sich als der ewige Frieden zu erfahren. Zu erfahren, dass wir unsterblich sind, dass wir reines Bewusstsein sind. Dass wir die Grenzenlosigkeit sind. Wie schaffen wir es, das Spiel der Welt weiterzuspielen, das Lebensspiel freudig zu genießen und sich trotzdem wahrhaftig in der Tiefe unseres wahren Seins zu erkennen. Es geht über die reine Beobachtung, über das Sein können mit dem, was jetzt ist, den Dingen in die Augen sehen zu können, nicht vor unseren Gedanken, vor unseren Gefühlen, oder sonst etwas davon zu laufen, sondern einfach sein zu können mit dem, was jetzt ist.
ohne es zu manipulieren, ohne es zu kontrollieren. Immer wieder sich mit dem zu verschmelzen, was ist. Die Hingabe an den gegenwärtigen Moment. Die Verbindung mit dem Jetzt. Das Leben wahrnehmen zu können, wie es wirklich ist. Dann schauen wir durch die Erscheinungen durch und erkennen die Substanz, die wir sind. Die unsichtbare Substanz, die alles Sichtbare formt. Wenn wir uns immer wieder Auszeiten nehmen vom Festhalten und uns in den Moment hineinfallen lassen, in die absolute Unwissenheit hineinfallen lassen, dann erfahren wir die wahre Sicherheit. Festhalten ist nur eine vermeintliche Sicherheit. In Wirklichkeit fördert es die Unsicherheit. Die wahre Sicherheit finden wir in uns selbst.